Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich persönlich ganz besonders freue, seit, ja, einem Dreivierteljahr würde ich sagen, denn Essence hat ein neues Sortiment rausgebracht und ich habe, ich glaube, alle Produkte einmal gekauft. Jede Farbe, jedes Produkt, einfach um euch so viel Content zu diesem Update zu geben wie möglich. Ich weiß, ihr liebt diese Videos, ich liebe diese Videos auch und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein wirklich langes, ausgiebiges Video zu den Produkten machen. Da ich natürlich nicht alle Farben hier in diesem Video auftragen kann, habe ich den Content so ein bisschen gesplittet. Ein Großteil hier bei YouTube, ein Teil bei Instagram, ein anderer Teil bei TikTok. Also falls ihr Lust habt, schaut da gerne bei den anderen Kanälen vorbei. Ich will euch einfach sehr viel geben, aber nicht so lange und langatmig gezogen. Ich bin gut drauf. Freunde, ich mach's mal kurz wieder ab. Wir haben Samstag, den 19. Februar und wir schminken heute ein bisschen Sommer ins Gesicht, denn Essence hat das Update Richtung Frühling, Sommer erweitert. Die Produkte sind online alle schon zu kaufen, deswegen habe ich mich auch entschieden, das Video schon zu machen. Ich konnte die Produkte regulär kaufen. Ich kann auch nicht alle Produkte auftragen. Wir haben viel Skincare, wir haben viele Base-Produkte, wir haben sehr, sehr viele Lippenprodukte und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute mit mir dabei seid. Ich muss sagen, ich liebe das Setting hier im Moment. Diese Brown, eigentlich ist es so die perfekte Herbstfarbe gewesen. Vielleicht switche ich das Ganze für den Sommer nochmal um. Weil ich gehe mit euch erstmal ganz kurz durch die Skincare-Produkte durch. Denn Essence hat die Hello Good Stuff-Reihe ein wenig erweitert und hat hier den Moussey Face Moisturizer mit Bananenwasser rausgebracht. Das kommt in einem Glastiegel, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ist vegan, cruelty-free sowieso und soll eine leichte Gesichtscreme sein, die Feuchtigkeit spendet und eine perfekte Basis unters Make-up geben soll. Und sie soll nicht kleben. Ich bin ja nicht so ein Fan von Bananenduft. Die riecht jetzt aber nicht krass nach Banane. Sie ist tatsächlich gelb. Ja, doch, so ein bisschen Banane kann ich wahrnehmen. Und ich trage mir das Produkt jetzt wirklich nur mal auf der Stirn auf, denn wir haben noch zwei weitere Skincare-Produkte und ich will nicht alles übereinander schichten. Sie fühlt sich tatsächlich recht leicht an. So ein bisschen wässrig, silikonig, also wie ein stark verdünnter Silikonprimer. Sie riecht aber angenehm, muss ich sagen. Also ich mag diesen künstlichen, beziehungsweise den originalen künstlichen Bananengeruch nicht. Ich hatte es euch schon mal erzählt, dass es vor, weiß ich nicht, vor, ich glaube, 50 Jahren oder so irgendeine Bananenkrankheit gab, die alle Bananen ausgerottet haben. Und die Bananen, die wir heute haben, das sind künstliche, genoptimierte Bananen, die, ich glaube, es war ein Bakterium oder ein Pilz, die Bananen zerstört hat. Und das, was wir hier riechen, das ist der originale Bananengeruch. Fühlt sich wirklich gut an, zieht extrem schnell ein. Bin ich gespannt. Ich muss sagen, die Hello Good Stuff Reihe finde ich persönlich eine sehr gute Reihe. Sie ist ohne Silikon, ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne Mineralöle und ohne PEGs. Es ist eine, ja, ich weiß nicht, ob es clean ist. Clean ist ja so eine Bezeichnung, die ist nicht so richtig eingeordnet. Sie fühlt sich aber sehr gut an und hinterlässt ein sehr glattes Hautgefühl. Wir haben hier aus der Skin Lovin' Sensitive Reihe auch ein neues Produkt und das ist auch ein Face Serum, das nicht komedogen und mit Aloe Vera versetzt sein soll. Kommt auch hier in einem Glastiegel. Auch da muss ich sagen, ich habe den Eindruck, bis auf zwei Produkte, dass Essence wirklich große Schritte in Richtung, wie kann man weniger Plastik verbrauchen, wie kann man weniger Produkte noch mehr verpacken. Das merkt man schon, muss man auch die Credits geben. Das ist nicht parfümiert, ist eine weißliche Farbe. Ich rieche nichts. Auch das fühlt sich sehr, 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 sehr leicht an. Ein bisschen flüssiger noch und ein bisschen feuchtigkeitsspendender als jetzt der Banana Mousse Primer. Mhm. Auch nett. Zu den Skincare-Produkten kann ich natürlich noch nicht so viel zu sagen. Ich meine, das sind Skincare-Produkte, die wirklich was für die Haut tun sollen. Als Grundlage fürs Make-up würde ich jetzt aber sagen, eignet sich der Banana Primer wirklich gut, weil ich habe das Gefühl, die Haut ist ganz, ganz glatt und so ein bisschen gestrafft. Und zu guter Letzt haben wir ein Glow Serum Primer. Der ist auch aus der Hello Good Stuff Reihe mit 93% natürlichen Ingredienzen, mit Wasser, Melonenwasser und Niacinamid. Ich muss sagen, Niacinamid ist mittlerweile, wird ja überall reingemacht. Ich finde das gar nicht schlecht.
Riecht sehr gut nach Wassermelone und ist auch hier ein bisschen flüssiger. Der gefällt mir sehr gut als Primer, kann ich mir vorstellen. Er erinnert mich so ein bisschen. Kennt ihr Glow Recipe, heißt die Marke, glaube ich? Dupe. First Impression mäßig. Wir haben drei verschiedene Skincare-Produkte in unser Gesicht gebracht. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Make-up-Teil. Und da gibt es einen Primer. Und auch da habe ich, als ich das gesehen habe, gedacht, das könnte ein Dupe sein zu dem Milk Hydro Grip Primer. Das ist der Fix and Last Make-up Gripping Jelly Primer, der feuchtigkeitsspendend und refreshing sein soll. Hat so eine super coole rosa, lilafarben, beerenfarbene Färbung. Das ist, glaube ich, eine Plastikflasche und ist vom Gefühl her wie der Milk Hydro Grip Primer. Die riecht ein bisschen intensiver. Wonach riecht das? Er riecht ähnlich wie der Milk Hydro Grip Primer. Der riecht, ich will nicht sagen säuerlich, er riecht so ein bisschen frischer, ein bisschen ozeanischer, ein bisschen aquatischer. Fühlt sich aber auch hier gut an. Die Haut fühlt sich tatsächlich jetzt wirklich sehr gut vorbereitet aufs Make-up. Also das muss ich sagen, generell 2021 haben wir das schon gemerkt. Auch 2022 geht der Trend natürlich Richtung supernatural looking skin, healthy looking skin, wenig Deckkraft, die Natürlichkeit einfach so ein bisschen betonen. Das sieht man auch an den Produkten, die auch bei Catrice rausgekommen sind. Auch bei allen Produkten, wo ich weiß, die dieses Jahr rauskommen, dass das so ein bisschen im Vordergrund steht. Essence hat auch ein neues Produkt rausgebracht. Und das ist die Magic All-in-One Face Cream. Das ist eine Skin Tone Adapting, also eine Hautton anpassende, leicht deckende, feuchtigkeitsspendende, perfektionierende, weichzeichnende Creme, die sich ganz leicht einfärbt. Ich habe sie schon mal probiert. Ich muss sagen, die sieht so ein bisschen aus wie Stracciatella. Eis ist weiß und wenn ihr sie dann kaputt macht, diese Bubbelchen, dann passt sich das Ganze so ein bisschen an. Ich habe die auch schon getragen, habe sie mir wirklich nur ganz, ganz leicht hier so ein bisschen eingeblendet und ihr seht schon, die hat keine starke Deckkraft, ist aber ein Produkt, wo ich mir sage, das ist etwas, das möchte ich im Sommer gerne tragen. Also da bin ich gespannt, die werde ich heute nicht austesten, denn wir haben eine, ja, ich würde fast sagen, wirklich eine Foundation, die neu ist. Und zwar ist das die Hydro Hero 24-Hour Hydrating Tinted Cream mit 88% natürlichen Inhaltsstoffen, Lichtschutzfaktor 15. Ich habe sie in drei Farben gekauft. Ich glaube, dass erst drei Farben online war und dass noch mehrere dazukommen. Ich habe die 05, die 10 und die 20. Ich habe mir gedacht, dass das Ganze vielleicht so eine Alternative vielleicht sein könnte zu der Forever Skin Veil von Dior oder vielleicht sogar wirklich zu der von Catrice, die ich ja sehr, sehr gerne mag. Also in den letzten Wochen habe ich die rauf und runter getragen. Ich swatch mir mal ganz kurz. Ja, die ist zu hell, die 05. Das ist die 05. Das ist die 10. Sind alle recht gelb. Und die 20. Warum sind die so gelblich? Ich mische mir jetzt mal hier so ein bisschen kurz zusammen und schau mal, wie das Ganze aussieht. Ja, also ich gehe jetzt einfach mal mit der 10 und der 20 zusammen rein. Das Ganze soll ohne Silikone, ohne Alkohol sein. Hyaluronsäure ist mit drin. Ich trage mir erstmal eine halbe Seite auf. Das Ganze ist natürlich wirklich nur so eine leicht deckende Foundation oder wie so eine Creme halt, ne, die so ein bisschen Deckkraft geben soll. Ich persönlich mag gerne ein bisschen mehr. Dafür ist die von Catrice wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich bin mit den Farben, Stand jetzt, ich weiß es natürlich nicht, ob noch welche dazugekommen sind, noch so ein bisschen auf Kriegsfuß gerade, weil mir das persönlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, das ist recht gelb. Also von weitem sieht es gar nicht schlecht aus. Ich gehe jetzt mal mit einem. Also sie verträgt sich. Welche Pflege hatten wir auf der Seite? Mit irgendeinem Produkt verträgt sie sich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier sieht das Ganze wirklich nicht so schön aus. Ich probiere es jetzt nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich auch zu viel benutzt. Oder ist das diese BB-Creme? Freunde, ich mache es mal kurz wieder ab. Ich weiß nicht, woran es gerade lag. Lag es an der Foundation? Lag es an den vielen verschiedenen Produkten, die wir drunter gegeben haben? Deswegen, ich gebe jetzt nochmal eine Chance. Und nehme jetzt direkt die 20 und arbeite sie mir mal mit den Fingern ein. Ja. Ja,
Okay, wir haben den Übeltäter. Also irgendeins von den Skincare-Produkten hat nicht damit funktioniert. Sie hat sich komplett zersetzt, ihr habt es gesehen. So, nur auf die pure Haut, mit dem Finger aufgetragen. Man kann es natürlich dann jetzt auch mit dem Schwamm machen, aber ja, okay. Ich dachte schon, okay, what's happening here? Jetzt so ist das wirklich eine schöne, leichte Textur, die sich gut in die Haut einarbeiten lässt. Ich persönlich mag es natürlich gerne, wenn man ein bisschen mehr der Kraft hat. Für mich wäre das ein Tinted Primer. Ich mag die Farbe nicht. Ansonsten sieht die aber gar nicht schlecht aus. Also ja, muss ich sagen, das war mein Fehler vorher. Hat nicht funktioniert mit, ich glaube, es war die Kombination, weil ich die ja so ein bisschen drunter hatte, dass sich das Ganze dann zersetzt hat. Ich mache mal ein bisschen Foundation jetzt drauf, dass wir wirklich eine solide Grundlage haben. Und dann bin ich wieder da. Okay. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen fixiert. Und jetzt kommen wir zu Produkten. Da bin ich super gespannt drauf. Und zwar gibt es die Kissed by the Light 9 Bronzer bzw. Illuminator. Wir haben ihn einmal in der Farbe 02 Sunkissed und 01 Starkissed. Das ist so ein bisschen was Rötlicheres. Hier ist er leider beim Transport ein bisschen kaputt gegangen. Aber wir haben Bronzer und Highlighter. Ich swatche euch hier mal nur den Highlighter hin. Und dann probiere ich mal den Bronzer ein bisschen daneben zu mischen. Könnte super, super spannend sein. Wollen wir es mal ausprobieren? Tappe das nur ganz leicht hier rauf. Bei so Illuminating Powdern muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier nur so einen stempelnden Bewegungen über die höchsten Punkte meines Gesichtes. Und ihr seht, okay, I like that. Und vor allen Dingen für den Sommer, wenn man keine Foundation trägt, wenn man wirklich nur so einen leichten Glow haben möchte. Wenn man Foundation drunter hat, muss man immer aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Man kann hier auch natürlich hier oben so ein bisschen mehr reingehen und dann den Highlighter hier unten aussparen. So sieht es aber ganz nett aus. Also man muss wirklich ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie das Licht ist. Das hinterlässt halt einen Glow, ne? Ich möchte den hier aber nochmal probieren. Das ist ein etwas hellerer Ton und ein bisschen was Wärmeres. Und ich gehe jetzt hier einfach nur hier oben rein und tupfe mir das hier so ein bisschen hin. Und jetzt sehe ich wirklich aus, als wäre ich aus einem Olivenölmeer emporgestiegen. Es ist wirklich eine Menge Glow, aber ich muss sagen, ich mag es eigentlich ganz gerne, oder? Wir haben noch einen Blush. Auch der ist neu. Das ist der The Blush in der Farbe Bedazzling. Ist ein sehr schöner, kühler Ton, muss ich sagen. Geht so ein bisschen, ja schon fast in die gräuliche Koralle. Wir tragen die dem auf. Ich mag diese Le Blushes oder The Blushes super, super gerne. Und auf der Haut kommt ja so ein bisschen mehr Korall raus. Oh ja, das sieht schön aus in Kombination auch mit dem Bronzer jetzt. Wisst ihr, was ich mir gut vorstellen kann bei dem Look jetzt hier? Freckles. Mag ich, muss ich sagen, mag ich. Das ist erstmal das Neue, was es an der Base gibt. Zusammengefasst, schöne Sachen. Ich verstehe die Idee. Ich glaube, je nachdem, wie man die anwendet, ich gehe natürlich immer nach demselben Schema hier, ne? Foundation, Concealer, Bronzer, egal ob shimmery oder nicht shimmery, ich nehme ihn an die Stellen, an die ich ihn kenne. Ich glaube, was das Ziel von diesen Illuminating Powdern ist, dass man overall nur so einen leichten Touch an Farbe gibt, so einen leichten Glow und ihn nicht so präzise aufbaut wie ich. Ich persönlich mag das ganz gerne. Was ich jetzt noch probieren möchte, ist, diesen Hello Good Stuff Happy Bliss Face Spray auf mein Gesicht zu geben. Das ist ein Spray mit Zitrusfruchtextrakt. Auch den habe ich schon benutzt. Ich liebe den Geruch, muss ich sagen. Der Sprühnebel ist fantastisch. Er ist recht intensiv, aber das ist so ein Duft, den möchte ich im Sommer haben. Er ist zitrisch, er ist frisch und er, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich so ein Geruchsmensch. Ich fühle mich je nachdem so, wie ich rieche. Ich habe von La Riese beispielsweise, keine Werbung jetzt hier, ein riesengroßes Paket bekommen. Und da sind auch so Eigenkreationen drin, die so Moods. Eins riecht nach Schokolade, eins riecht nach Zimt. Und ich sprühe mir das hier durch den Raum und ich habe richtig gute Laune. Jetzt kommen wir zu Produkten. Da bin ich super gespannt. Ich zeige sie euch ganz kurz. Wir haben nämlich zwei neue Produkte für die Lippen. Das sind diese Juicy Bombs. Die gab es schon mal. Die sind jetzt aber noch in einem anderen Geschmack oder eine Duftrichtung. Wir haben einmal Fresh Banana. Banane. So ein richtiger Juice Gloss. Und Sweet Mint. Der ist so ein, er sieht grünlich aus, aber auf den Lippen habt ihr dann natürlich kein Grün. Okay, that's it.
Das ist so ein richtiger. Kennt ihr dieses Gefühl von so 90s Schuluniform, Britney Spears, Gloss, Pink? So ein Produkt ist es, so eine Vibes gibt mir das. Finde ich eigentlich ganz cute. Und dann haben wir sämtliche Lippenstifte. Das sind die Hydra Matte Lippenstifte ich habe 8 Farben gekauft. Die habt ihr bei Instagram gesehen. Da habe ich die wahrscheinlich schon gepostet. Das sind schöne, schöne Nude-Töne, Rottöne, Beerentöne. Ich trage mir jetzt mit euch einmal die Farbe Peach auf. Das ist so ein leicht texturierter Nude-Ton. Und in Kombination mit dem Gloss gerade, den als Blush. Sekunde. Freunde, ihr kennt mich. Ich brauche mehr Blush. Ich brauche mehr Glow. Ich nehme jetzt einfach hier einen Brush von Fenty, gehe hier rein und depp das hier einfach nochmal so mit rüber. Und jetzt wisst ihr so ein bisschen, in welche Richtung ich gehen will. Ne? Dieses super Sommer-Make-up, diese. Ich habe natürlich jetzt recht viel Deckkraft drauf, aber durch diesen Glow und durch diese Frische und durch diesen Lippenstift hier sieht das Ganze super fresh aus. Jetzt noch eine braune Mascara vielleicht, wenn ihr Freckles habt. Embrace them. Bei den Lidschattenpaletten haben wir 3 verschiedene. Und zwar sind diese Welcome to City Palettes jetzt neu. Wir haben einmal die Benvenuti Aroma Palette mit schönen, frischen Farben. Wir haben einen Koralleton, wir haben einen Petrolton, so ein bisschen was Grünes und Texturiertes. Und dann haben wir die Welcome to Miami Palette. Und die ist wirklich richtig bunt. Die gibt mir Miami Vice Vibes. Passend auch irgendwie, das ist das, was ich meine, ne? So diese 90s, early 2000 Looks. Was ich sehr schön finde, das ist glaube ich auch neu bei Essence, sind diese Pressings in den Lidschatten. Wir haben Flamingo, wir haben so einen Milkshake und in der anderen haben wir ein Blatt und ein Eis. Und auf eine Palette freue ich mich persönlich am allermeisten. Und das ist diese hier, The Cool Nude Edition. Ich liebe diese Nude Edition Paletten. Die gibt es in Browns, in Neutrals und jetzt auch hier in diesen coolen Tönen. Das ist eine Palette, die möchte ich im Herbst, im Winter rauf und runter tragen. Schwarz, Grau, Bordeaux. Mehr nicht. Das ist die Palette für Ende des Jahres. Ich möchte jetzt aber tatsächlich wirklich nur so einen frischen Look schminken. Mir ist jetzt gerade nach frisch und dafür mische ich einfach so ein paar Produkte. Was ich ganz spannend bei diesen City-Paletten finde, ich liebe die. Die sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert, auch schon damals gewesen. Die gibt es ja jetzt, glaube ich, schon im dritten oder vierten Jahr. Das Packaging hat sich aber so ein bisschen geändert. Hier ist ein QR-Code drauf. Wartet mal. Ich schaue mir das Ganze mal an. Den kann man einscannen und dann kommt man auf die Essence-Website. Oh, okay. Vielleicht ist noch zu früh. Probieren wir mal die Miami-Palette. Okay, höchstwahrscheinlich ist es schon zu früh, aber irgendwas passiert dann, wenn man dann auf diese Palette geht. Ist eine süße Sache. Was ich ein bisschen schade finde, bin ich ehrlich, dass sie die Form geändert haben. Diese Papierpaletten vorher waren gut. Jetzt ist das hier halt Plastik und das finde ich jetzt so ein bisschen schade. Ich möchte aber in der Benvenuti Roma Palette mit einem fluffigen Pinsel erstmal hier in dieses Hot Orange gehen und wir schminken jetzt so einen richtig schönen sommerlichen Look. Gib mir die Farbe einfach hier direkt in die Lidfalte. Baue mir das Ganze auf. Es wird ein schlichter Look heute. Wir haben ja uns so ein bisschen um die Base heute gekümmert. Schön pigmentiert, wenn man sie aufpresst, und dann kann man sie ganz gut ausblenden. Kein Kickback. Das ist bei diesen Pastelltönen ja oft der Fall. Und dann gehe ich hier in diesen rosanen Ton und blende mir damit dieses Orange auf. Passt auch farblich sehr, sehr gut zusammen. Geht wirklich auch hier so ein bisschen in die softere Richtung von den Farben her. Ich dunkle mir das Ganze ganz leicht mit diesem Braun ab. Ich merke, es ist wirklich so gut wie kein Kickback in der Palette. Krass. Und die Farbe blende ich mir einfach hier außen nur ganz leicht für so ein bisschen Tiefe rein. Die ist sehr gut pigmentiert. Ihr seht es, ich bin ja wirklich nur minimal mit den Pinselspitzen da reingegangen. Love that. Und als Ton fürs bewegliche Lid gehe ich in diese Palette, in dieses Orange. Sieht so ein bisschen aus wie Günstmaus aus meiner Palette. Ist ein bisschen goldener. Das ist ein simpler Look. Summery Vibes. Das ist natürlich jetzt keine Make-up-technische Meisterleistung hier, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung so dieses Sortiment auch vom Feeling geht. Ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Ihr könnt natürlich auch all in mit diesen Lila-Tönen gehen.
Ich für mich möchte jetzt aber tatsächlich so ein bisschen softer bleiben und wir kommen zu einem Eyeliner und entweder wir verkacken es jetzt oder es wird richtig gut und das ist The Dip Eyeliner in Brown und in Wasserfest. Der erinnert mich an diese klassischen Essence Eyeliner, hat eine sehr, 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 sehr feine Spitze und ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner und wir beten, dass es funktioniert. Und das mag ich. Ist verrückt, man kann richtig zusehen, wie der gerade antrocknet. So eine Mischung aus Braun und Schwarz, würde ich sagen. Hat aber gut funktioniert. Ich komme am besten wirklich mit diesen ganz, ganz kleinen Filzspitzen zurecht. Und für so einen leichten Wing ist das, da ist es okay. Hierauf freue ich mich besonders. Es gab nämlich mal diese Bye Bye Panda Eyes Mascara, die mochte ich super gerne. Und jetzt haben wir die Another Volume Mascara, Just Better. Auch die ist mit Hyaluronsäure und Panthenol. Soll jetzt nicht wasserfest sein, glaube ich, aber das Bürstchen ist ein sehr, sehr dickes und fettes Bürstchen. Und damit gehe ich jetzt einfach. Krass. Ihr seht es nicht wegen des Eyeliners gerade. Das ist eine krasse Mascara. Seht ihr die Härchen unten? Mache ich ja sonst nicht, aber wow. Alright, und das ist der fertige Look. Ich habe mir tatsächlich jetzt doch nochmal so ein paar Freckles drauf gemacht, weil ich das eigentlich ganz süß zu diesem Look finde. Ich muss sagen, das Sortiment ist ein sehr spannendes Sortiment. Ich glaube, man muss sich wirklich mit den Produkten auseinandersetzen. Das werde ich definitiv auch noch tun, weil es halt auch jetzt so neu ist. Wir sind die letzten Jahre wirklich dieses Full Coverage, dieses All-in Pigment, Pigment, Pigment in dein Gesicht. Und das ist ja heute einfach nicht mehr der Standard. Das Spray hat mir sehr gut gefallen. Auch diese beiden Glow-Produkte sehr gut. Abgesehen jetzt von, ich weiß nicht, an welchem Produkt es lag. Ich glaube, dass sich die Foundation nicht mit den Primern oder irgendeiner der Cremes funktioniert hat. Ist das ein schönes Sortiment für den Sommer? Ich glaube, dass da das ein oder andere spannende Produkt mit dabei sein wird. Ich werde die ganzen Sachen natürlich weiterhin testen. Und ich denke mal, ihr seht das ja Mitte Februar, Ende Februar. Vielleicht mache ich im März dann nochmal so ein kleines Recap von, welche Produkte aus den Sortiments-Updates haben mir persönlich sehr gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu ein kleines Feedback gebt. Habt ihr darauf Lust? Wollt ihr das Ganze sehen? Dann würde ich mich natürlich freuen, das für euch umzusetzen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!